Herzlich willkommen zurück hier zu Opa zockt Simutrans. Mittlerweile die 8. Folge? Jawohl. Die 8. Folge schon. Und ja, Oranienburg hat die ersten Probleme. Warum kann man eigentlich nicht weiter rausholen? Ja, obwohl hier oben in Königsbruck. Ist auch schon relativ voll. 55. Aber Oranienburg ist richtig voll. Weil so viele nach Dransfeld wollen. Und dort Dransfeld stehen auch so viele rum. Wir wollen runter. Mittlerweile alle Linien hier auf schwarz umgesprungen. Soto, Regis Hemmer, Regis Dransfeld, das ist die Linie hier. Auf dem Rückweg ist nicht mehr ganz so viel. Obwohl, es ist mittlerweile auch ziemlich viel. Und Dransfeld, das war die 14. Wo ist denn? 16. Bensheim, Dransfeld, Bensheim, Dransfeld, Oranienburg, da haben wir sie. Oranienburg müssen wir uns mal hier auflassen, weil Oranienburg ist wirklich das, was jetzt im Moment hier ganz schön. Ja, extrem Geld bringen. Aber gut, hier ist ja der neue. Der kommt ja gerade rein. Der hat auch nur 5 geladen. Wie sieht die denn hier aus? Nach Aschaffenburg. Sieht eigentlich immer noch ganz gut aus. 71 nach Oranienburg. Hier kommt er ja gleich. Und aus Oranienburg. Ist eigentlich relativ ruhig. Bei Oranienburg. Die wollen einfach nicht wachsen. Weil wir so viele Arbeitslose haben. Wie kriegen wir denn da jetzt Leute rein? Weil mittlerweile unser Betriebs geht noch nicht. Ja, 1920 haben wir noch Betriebsgewinn minus gemacht. Genau, also den haben wir ja jetzt hier. Die Fahrzeuge, die neuen, die fahren sich jetzt alle so langsam ein. Das heißt, wir machen jetzt auch wieder Gewinn. Das ist doch gut. Ich bin jetzt schon am Überlegen, ob es sich eventuell lohnt, weil im Oranienburg ist schon relativ viel los. Und die wollen meistens alle hier runter, ob man nicht hier unten schon mal einen Bahnhof hinbaut. Genau wie in Oranienburg. Oranienburg ist jetzt schon wieder voll. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt den hier upgrade. Auf so ein. Sind dann die Passagiere weg? Nein, sind sie nicht. Das ist gut. Haben wir da jetzt 320 Kapazität. Und da kommt auch schon der nächste. Stadtstraße 50. Kopfsteinpflasterstraße 70. Du fährst 40. Ja, das geht ja.
So ist man dann Häuser. Du bist. Du bist ein Transfehler. Warum halten die ja nicht immer an, wenn ich die nur anklicke? Das ist nervig. Das ist echt nervig. So, knappe 7000 sind wir noch im Minus. Was hat das Ding 4000 gekostet? 2000. Okay. Da gibt es wieder Geld, da kommen die nächsten beiden Fahrzeuge. Ja, in Oranienburg ist was, 87? Ja, ihr wollt alle hier so schön so mit der leiderlichen Kirsche. So Kirsche wollen sie alle. Aber schade, dass die halt nicht so stark wachsen. Einwohner Wachstum. Altenberg ist ein bisschen gewachsen. Aber wer weiß wann. Auf jeden Fall nicht in der letzten Zeit. Wir wollten jetzt natürlich weitermachen. Da würde sich anbieten. Würde sich im Moment am besten Betzdorf, diese hier, oder Rottenburg. Rottenburg noch bei Foto, Betzdorf wäre wahrscheinlich noch eine Runde. Da ist Betzdorf. Da kommen wir rüber nach Bensheim oder Bernsheim. Ich würde eher sagen Bensheim. Wobei hier natürlich auch schon relativ voll ist. So, die fahren über Dransheim. Oder über Dransfeld. Okay. Ja klar, die fahren über Dransfeld und von da aus weiter. Das heißt, die Linie müsste jetzt eigentlich relativ gut gefüllt sein. Genau. Die ist voll. Die ist voll. Da warten so viele. So, mal hier runter. Nach Regis. Ist auch noch voller. Das heißt, da müssen wir auf der Linie nach Dransfeld müssen noch ein, von Dransfeld wahrscheinlich dann nach Oranienburg noch mal ein. Und wenn wir Betzdorf anschließen. Was mich halt interessieren würde noch mal. Nein, nicht die Haltestellenliste. Warenliste, Fabrikliste, Touristenziele. Wir haben nämlich mittlerweile drei Kirchen. So, die eine ist im Markt Oberdorf. Die ist dort oben. Mist. Die andere ist in Torgelow. Die ist auch dort oben. Torgelow ist schon gut am Wachsen hier. Oh,
soll ich das wagen? Das wird natürlich wahrscheinlich unser letztes Projekt mit unserem Bargeld. Von Wilden aus. Oh, das ist natürlich ein Riesenprojekt. Aber das gehen wir an. Das müssen wir einfach angehen. Dass wir da hochkommen. Quer durch den ganzen Wald und dann ist Ende im Gelände. Dann können wir uns nichts mehr leisten. Oh, haben wir vergessen hier. Oh, hier kommen auch direkt in Torgo raus. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir Torgelow hier reinkriegen. Dann brauchen wir fast schon eine innerstädtliche Linie, so wie es aussieht. Da einer hin. Bis dort und dort eventuell einer. So rumgehen. Ihr schließt euch wahrscheinlich dort an. Da geht er raus, da geht er raus. Dann möchte ich hier mal da ran, hier mal da nicht ran. Wir können ja hier rumgehen. Achso, das ist nur Wegzusatz. Wir nehmen die Straße hier mal weg. Die Straße hier weg. Kostet alles wieder Geld. Die weg. So, jetzt sind wir da vernünftig dran. Das war mir klar, dass das nicht geht. Warum kann man eigentlich hier die... Doch, kann man. So. Hier rum, die Straße weg. Alles mit rankriegen. So, neuer Rekordbetriebsgewinn. Wenn ich da hinsetze. Ich will die Kirche mit dran und daran. Der nochmal weg. Der geht so nicht weg. Hier runter. Da einen. Und da einen. Nochmal und nochmal. Das wird jetzt ein Megaprojekt werden. Eine neue Linie. Nein, nicht die Linie ändern. Dort.
nach dort, nach dort. Und von dort. Nein! Shit! Das müssen wir jetzt so machen. Das können wir uns bei besten Willen im Moment nicht leisten. Das hier nochmal umzubasteln. Ja, dann wird es auch. Oh, shit! Das machen wir nach und nach. Tor oder Wilden haben wir hier oben Depot. Wilden kriegt ein Depot. Hier irgendwo zwischen rein. Das ist mir sonst alles zu weit weg hier. Oh, kostet auch 7000. So, du hier. Mit so einem. Auf die 18. Starten. Und du hier. Auf die 19 starten. Dann geht es natürlich jetzt hier wahrscheinlich richtig ab gleich. Wenn die da angekommen sind. Was denn hier? Ach, ein Flüsschen. Natürlich jetzt eine harte Linie. Und dann, aber gut, das ist jetzt eine lange Linie, die uns nach oben bringt. Und hier oben haben wir jetzt ja. Da will ich ziemlich schnell nach Markt Oberdorf gehen. Dann wird die Linie wahrscheinlich. Das wird uns jetzt richtig Asche kosten. Das kostet uns jetzt richtig. Das muss erstmal reingeholt werden. Und dann sind wir hier Schlitz, Markt Oberdorf. Und können dann zeitgleich, wo waren die jetzt? Weiter unten. Immer noch nicht? Hier, Dürrenberg. Dürrenberg, Dürrenberg. Genau, haben wir den daran. Lange hier hoch. Wo ist denn das gewesen? Du bist auch schon wieder fast voll. Aschaffenburg, Transfeld, Königsburg, Königsbrück, Hausen. Ja gut, es wird wahrscheinlich sehr viel nach Wilden gehen gleich. Tannhausen.
aus dem alten Werk, die 12, die 9. Die 9 braucht auf jeden Fall auch einen. Auch die 9 starten. So, jetzt sind wir. Na, was heißt Pleite? Pleite würde ich nicht sagen, aber wir haben halt kein Bargeld mehr. Wir können uns ja mal hier die Marge angucken. Die halt hier bei 28,8% liegt. Hier bei halt knapp 90%. Das Gesamtvermögen. Nimmt ab. Das nimmt ab. Super. So, Kapazitäten. Es gehen gen 0. Hier auch. Hier auch. Da müsste ich auch noch mal drauf. So, das ist. Da ist nicht viel. Aschaffenburg mit 82%. Dransfeld auch mit 82%. Nur Dransfeld ist voll. Nach Reges, Transfeld nach Reges. Das war eine neue Linie hier. Reges, Transfeld, zwei Fahrzeuge. Weil Reges ist mich auch voll. Er hat noch ein Depot gehabt. 17er Linie. Nochmal zwei drauf. Erweitern wir mal. Und dann muss wahrscheinlich auch Dransfeld nach Oranienburg. Wird wahrscheinlich das gleiche auch sein. Oranienburg Wilden. Ja, die werden jetzt auch schnell voll sein. Weil die wollen jetzt alle nach Wilden hoch. Wilden? Ja, genau, über Wilden nach Dings hoch. Ach so, ja. Haben wir doch. Ach, die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wie gesagt, vergesst nicht, teilen, liken, abonnieren, kommentieren und so weiter und so weiter. Ich war der Opa, bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao.